Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Wild West Map. Wer viel Zeit verbringen will, der ist auf dieser Map genau richtig. Also die Felder sind groß, die brauchen Stunden. So, ich bin hier am Grubbern. Eigentlich mit zwei Geräten, müssen wir ruhig durchschauen. Hier bin ich noch am Zuckerrüben ernten. Auch mit zwei Abfahrern. Die sind alle noch nicht beschäftigt. Der wartet darauf, dass das hier endlich reif wird. Steht kurz davor. Da ist mein Höhenbruder. Und da ist der zweite Abfahrer. Der hat gerade abgeleert. Okay. Da ist der zweite Gruber. Gut, dann schauen wir mal. Ich brauche jetzt nicht gucken, wie die Missionen stehen, weil der muss erst hochrechnen. Meine, viel hoch ist nicht, weil dieses dauert echt lange. Ja, das kommt hin mit der 28, er ist Stunden dran und 38. Das passt. Das heißt, hier auf dem Rosanion sind wir dran mit den Kartoffeln. Nee, Entschuldigung, Zuckerrüben. Die sind noch nicht mal halb fertig. Also wir sind auch gut dran. Hier oben sind wir am Grubbern, das ist auch noch nicht ganz halb. Wir sind beschäftigt, auf jeden Fall. So, unser Hof. Wie gesagt, ich habe den Kuhstall, aber ich habe noch keine Kühe, weil ich auch noch keine Wiese habe, außer die, die ich selber angelegt hatte. Können wir eben schauen, ob die irgendwie reif wäre, dass man was ernten kann. Muss man eben drüber rüberlaufen. Also wie gesagt, dieses Feld warte ich drauf, dass es endlich reif wird. Jetzt auf dem alten Hof die ganzen Autodrive-Punkte gelöscht. Jetzt muss ich laufen. Ich hätte sonst einfach rüberspringen können. So, da ist der Berg, da oben war mein Farmhaus. Das habe ich ja auch verkauft. Eigentlich habe ich alles verkauft. So, hier kommen meine Wiese, die noch gehört sie mir. Aber im Wachstum, die ist auch noch nicht da. Dieses Graue, das könnte Wiese sein, die neuen. Jetzt mal schauen, was sie kostet. 670.000 wäre ein Punkt, das wäre möglich. Ist aber weit weg von meinem Hof, das ist ärgerlich. Also hier passen Höfe hin. Der ist zu teuer. Die sind, glaube ich, abgeerntet hier alle. Die andere Seite rausgehen können, wäre einfacher gewesen. Ich gucke, was drauf ist. Überall Wiese drumherum, aber es ist ja nicht so, dass es effektiv ist. Ja, abgeerntet. Abgeerntet ist nicht gut. Wie gesagt, ich brauche das Grau. Und das wäre die 9. Könnte man vielleicht auch Feld anlegen. Versuchen wir es nochmal da oben. Schauen wir mal, was das ist. Wenn das jetzt
Erntereif, ja, würde ich sofort nehmen. Sieht gut aus. Gras und Erntereifen. Ups, Entschuldigung, das war das Mikro. Das nehmen wir. Den neuen. Denn wenn ich Kühe haben will, brauche ich unbedingt Gras. Also kaufen. Gut, uns hört ein Grasfeld. Jetzt möchte ich mal wissen, was dieser der da kostet. 380.000. Kann ich mir den? Ich glaube ja. Oder ich miete mir den. Ich miete mir den. Das ist das Einfachste erstmal. Ich will ihn auf jeden Fall irgendwann haben, aber jetzt ist mir zu früh. Weil er ist nicht billig zum Mieten, aber zum Kaufen ist es mir noch zu früh. Schauen wir hier, wie das mit dem Autodrive ist. Ich kann zum Feld 7 schicken. Das machen wir auch und dann schauen wir weiter. So, jetzt muss ich gucken, ob ich einen Ladewagen besitze. Sieht so aus. Den schicken wir auch darauf, dann kann ich gleich dahinter. Ich kann Schwad legen lassen und die Schwad gleich einsammeln. Damit wir doch mal in die Gänge kommen hier. Und wenn das mit den Missionen so klappt, irgendwann haben wir wieder genug Geld. Denn die Missionen liegen hier bei 345.000, 490.000, also wir sind bei der knappen Million wieder. Ich habe aber schon bei den Zuckerrüben zwei Abfahrer, deswegen kann ich jetzt hier nicht weitermachen. Da sind drei, da ist ein Gespann dran, das gefällt mir nicht. Das dauert mir zu lange. Ja, wie gesagt, das wäre etwas, aber hiermit kein Abfahrer. Zum Hafen. Wo ist die 73? Nicht beim Hafen wahrscheinlich. Doch, die ist direkt am Hafen. Soll ich es wagen? Weil ich hätte noch einen kleinen Hänger da. Ich glaube, das mache ich. So, wir bauen auf die 73 zum Hafen. Habe ich die 73 schon im Kurs? Nicht über den Hafen. Okay, dann hängen wir den Hänger dran und fahren zum Hafen hoch. Weil mein Feld ist ja noch nicht so weit und bis dahin können wir die Mission machen. Also der Boden hier gefällt mir noch gar nicht richtig.
Ich muss sehr schön ist der Hof noch nicht laden. Das ist das Nötigste, was ich brauche, und dann irgendwann machen wir es auch schön. Aber mir geht es um meine Produktion und die Unterstände. So, jetzt die Frage, komme ich hier runter? Habe ich die Tür gemacht? Nein. Da kommt schon der nächste und ich muss hier raus. Jetzt am Denken, klar. So, also. Wir gucken mal, dass wir rauskommen. Aber da können wir gleich eine neue Ausfahrt machen. Das wird einfacher. Wir müssen also so eine. Wir machen den hier eigentlich. Kommen wir mit raus. So. Wenn wir biegen, so, dann können wir den ausmachen. Wo ist meine Maus? Nehmen wir das mal, die Angriffspunkte müssen wir verlegen. Einmal den da und einmal den zurück. Das heißt, wir fahren von da rein und von da raus. Das gleiche machen wir mit der anderen Seite. Wir kommen von da, fahren da rein, von da wieder raus. Sollte es gewesen sein. So, dann schicken wir den Richtung Hafen. Den hier mal anlassen können. Du bist dran. Du bist auch unterwegs. Er läuft alle. Du musst Richtung 9. Das heißt, wir müssen gucken, dass du hier rauskommst. Wir jetzt oben mit dem neuen Auswahl raus. Wir machen dann gleich die nächste. Oder wir machen das. Hauen ihre ab und machen das mit dem Hänger. So, klar, gerade gedacht, jetzt eben in den Drescher reinkraschen. Das wär's doch. So, hier noch was kontrollieren. Genau, Steuerung Z, die Schwadablage brauchen wir. Und dann das mit dem Laufen hier. Jetzt musst du auch ein bisschen später anfangen. Du fährst noch. Ich hab gedacht, du wärst schon da. Wir können ja gleich übernehmen die Linie für den Neumann. So, übernehmen wir den mal hier einmal rechts ab.
Das haben wir schon alles. Jetzt mal gucken, ob die Seiten oder die kürzeren Seiten besser sind. Das links ist meine 7, da warte ich immer noch darauf, dass die eigentlich reif wird und ich da was runterholen kann zum Verkauf. Und dann, ich weiß, vielleicht verkaufe ich das Feld gleich. Weiß nicht. Eine gute Einfahrt hier, eine gute Einfahrt. Ja, klar, ich war zu weit. Entschuldigung, ich habe es nicht gesehen. Mein Fehler. Gebe ich zu. Kann ich machen. Gucken, dass wir den Baum rumkommen. Sorry, du musst etwas warten. Ja, komm schon. So, von da aus da rein. Und da wieder raus. Stück reinfahren und dann brauchen wir die blaue Linie. Und ich setze ihn hier ab. Ausmachen, Feld 9. Jetzt muss ich mal schauen, ob meine anderen schon da sind. Ob überhaupt schon jemand da ist. Scheinbar nicht. Müssen wir kontrollieren, ob sie irgendwo hängen geblieben sind. Du bist am Füllen. Du bist unterwegs. Du bist noch unterwegs. Hast du ein Stück vor dir? Okay. Dann können wir hier schon mal anfangen, eine Tour machen. Tempomat rein und fahren lassen. Ja, ich muss halt die Fanglinie rundherum machen, damit er, egal wenn er voll ist, von da aus rausfahren kann. Wegen auch die Bäume zu nah. Muss ich aber machen. Ein ganz schön ganz Tempo drauf, der Beginn. Mal schauen, was runterkommt bei einer Linie. Auf der Minimap ist das gar nicht so groß im Verhältnis zu den anderen, aber wenn ich hier fahre. Schon eine ganz schöne Strecke jedes Mal.
Ja, fast einen halben Wagen voll für eine Strecke. Also zwei Strecken, ein Ladewagen. Ist auch nicht schlecht, kein schlechter Ausbeut. Auch etwas, was ich zwischen den Aufnahmen machen werde. Ich kann euch jetzt nicht stundenlang damit nerven, den Wagen voll zu machen. Ich mache jetzt diesen einen Wagen voll und dann gucken wir, dass wir das andere Feld da noch dran kriegen. Dass die auch noch arbeiten. Aber wenn das klappen würde mit zwei Linien durch und dann abfahren, wäre nicht schlecht, dann muss ich wieder mittendrin anfangen. Es wird sogar weniger. Weniger als zwei Linien werden voll. Okay, dann gucken wir mal, wo wir hinfahren können. Warum auch immer ich das Silage genannt habe, nicht Fermente. Also der müsste jetzt sich einen Weg suchen. Lass ihn suchen. Ich gucke jetzt mal, wo die anderen stehen. Die sind noch unterwegs. Okay. Also, wir sind aber am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da. Und bleibt mir gewogen und bleibt gesund. Bis dann.